Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du. Und jetzt geht's los. She Speaks Finance. Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Hey zu She Speaks Finance. Barbara und ich haben neulich unseren ersten Ausflug gemacht und waren in Berlin, weil die Community für Frauen und Finanzen, das ist so eine ganz kleine, aber ganz nette Community. Es gibt ja leider immer noch sehr wenig Frauen in der Finanzbranche, was wir immer sehr schade finden. Der Vorteil daran ist aber, dass die meisten Frauen da sehr eng vernetzt sind. Und darüber haben wir Annika kennengelernt. Und Annika ist von Finanztipp und macht da zusammen mit Anja, auch einer Redakteurin von Finanztipp, ihren eigenen Podcast schon seit recht langer Zeit. Und der heißt Auf Geldreise. Und da sprechen sie schon lange mit Frauen über Finanzen oder beantworten Fragen rund um das Thema Geld. Das fanden wir super spannend und haben die beiden uns einfach mal nach Berlin eingeladen. Wir waren da gestern auf dem Hoffest von der Finanztipp-Redaktion mit unserem Produzenten Jere zusammen, weil der hat die ganze Technik hier mit rangeliefert. Wir nehmen nämlich auch noch einen Podcast mit den beiden zusammen auf. Genau, und da haben wir uns gestern mit denen im Café getroffen. Genau, und wir haben uns so an ein ganz großes Thema rangewagt, was gerade alle beschäftigt, die investiert sind oder auch nicht. Und das sind die Themen Inflation und auch die steigenden Gaspreise. Und ja, wie reagiert man da am besten drauf? Sollte man jetzt aufhören zu investieren? Sollte man einfach weitermachen wie zuvor und nur den Notgroschen ein bisschen verändern, vergrößern? Und da dachten wir, da sind doch Annika und Anja total die Expertin, gerade bei solchen Verbraucherthemen. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Anja und Annika diese Podcast-Folge in diesem netten Café aufnehmen konnten. Das ist das Café Freudberg, falls das jemand kennt. Das ist in der Nähe der Redaktion von Finanztipp. Und falls ihr so ein bisschen Geschirrgeklapper im Hintergrund hört, ne, dann wisst ihr Bescheid. Dann würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Ja, hallo. Wir haben heute ganz besondere Gäste in unserem Podcast. Annika und Anja vom Finanztipp-Podcast Auf Geldreise. Schön, dass ihr bei uns seid. Ja, hi. Wir freuen uns. Danke für die Einladung. Ja, danke euch. Stellt euch doch mal vor, wer ihr seid und was ihr genau macht. Ja, also ich bin Annika von Finanztipp und wie du es gerade gesagt hast, ich mache den Finanztipp-Podcast Auf Geldreise, der sich speziell an Frauen richtet, also ähnlich wie bei eurem Podcast. Und den mache ich nicht alleine, den mache ich zusammen mit Anja. Das bin ich. Genau. ja, tatsächlich. Aber vielleicht noch mal so ein paar Worte, falls jetzt jemand zuhört und Finanztipp nicht kennt, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Aber so was Finanztipp letzten Endes ist und macht. Also wir sind ein großer Geldratgeber. Wir beschäftigen uns tatsächlich mit allen Geldthemen, die es so gibt, weil Mensch kommt ja an dem Thema am Ende auch gar nicht dran vorbei. Also man muss sich ja schon die Frage stellen, zum Beispiel, auf welche Bank oder welches Konto nutze ich jetzt für mich? Welche Versicherung brauche ich? Welche Versicherung ziehen mir am Ende vielleicht nur Geld aus der Tasche? Wie sorge ich fürs Alter vor? Weil die gesetzliche Rente wird ja nicht ausreichen, wie wir alle wissen. Genau, also das sind Fragen, an denen kommen wir nicht vorbei. Und deswegen gibt es Finanztipp, weil wir die Antworten dann dafür liefern. Und zwar auch mit konkreten Empfehlungen. Und dabei sind wir kein normales Unternehmen, sondern wir sind Teil einer Stiftung. Genau, und bei Finanztipp sind jetzt Anja und ich die Podcasterin von Auf Geldreise. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu sagen, hat Annika super gut zusammengefasst. Vielleicht könnt ihr noch einmal sagen, wie ihr denn überhaupt Podcasterin geworden seid, weil ihr seid ja in der Redaktion, aber wie kam es zu diesem Podcast? Was ist da eure Motivation? Da lasse ich dir auch den Vortritt, Annika. Leg mal los. Okay, ich freue mich. Ja, tatsächlich war das so, dass Anja und ich bei Finanztipp angefangen haben und im Thema Finanzen gar nicht so tief drin gesteckt haben, wirklich. Also ich zum Beispiel komme aus dem Kommunikations- und Marketingbereich und habe da auch in dem Bereich Kommunikation bei Finanztipp angefangen. Und dann Stück für Stück mir so Finanzwissen angeeignet. Also jetzt bin ich schon 8 Jahre dabei und hatte irgendwann so diesen Moment, wo ich dachte, ich habe irgendwie super viel gelernt zum Thema Finanzen. Und bei Anja war das dann, glaube ich, ähnlich, ne? Dass du auch gemerkt hast, so irgendwie wird es dann immer mehr Wissen und auch diese Erkenntnis von sehr gut aufgestellt sein ist gar nicht so ein Hexenwerk, wie ich vielleicht am Anfang dachte. Also man muss nur so ein kleines Stück
Finanzwissen für sich irgendwie aus dem großen Finanzberg rausnehmen und dann kann man ein paar Dinge entscheiden und dann ist man schon irgendwie ganz gut unterwegs und hat auch nicht mehr dieses schlechte Gewissen von, ach, ich müsste da mal was machen, ich müsste mal loslegen. Und genau, dann kam es halt dazu, dass wir irgendwann auch festgestellt haben, dass tatsächlich, wenn wir über Finanzen sprechen, dann sprechen wir doch häufiger mit Männern und auch so die Finanzbranche an sich und Experten in der Öffentlichkeit sind oft männlich. Also da dreht sich in letzter Zeit ja auch wahnsinnig viel. Also wenn man uns hier zu viert am Tisch sitzen sieht zum Beispiel, hat man ja endlich auch Frauen, die über Finanzen sprechen. Aber das war bei uns dann auch so, dass wir gemerkt haben, vielleicht braucht es für Frauen auch einfach eine andere Ansprache und auch vor allem Vorbilder. Also andere Frauen, die über Finanzen sprechen und das zu ihrem Thema machen. Und dann kam irgendwann der Moment, wo wir gesagt haben, oh, vielleicht müssen wir das machen, weil wir sitzen ja irgendwie an der Infoquelle bei Finanztipp Nummer 1. Also das ganze Wissen ist da und ist auch irgendwann bei uns gewesen. Und dann müssen wir jetzt vielleicht loslegen und das Wissen teilen. Und da war aber gar nicht so unbedingt zuerst die Idee, einen Podcast zu machen, sondern es war so, dass wir uns erstmal mit anderen Frauen zusammengesetzt haben und die bei uns in die Redaktion eingeladen haben und gesagt haben, so, was sind denn eure Themen? Was interessiert euch denn an Finanzen? Oder was hindert euch auch vielleicht daran, jetzt unbedingt loszulegen? Was sind eure Ängste, eure Sorgen auch bei dem Thema? Und es waren total geniale Abende, weil wir haben super offen einfach über Finanzen gesprochen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, jetzt haben wir 15 Frauen so, mit denen wir uns regelmäßig austauschen. Aber irgendwie sollen doch noch mehr davon profitieren. Also wie kriegen wir das hin, dass diese nette Atmosphäre, die wir da haben, diese Wohnzimmeratmosphäre irgendwie, dass die auch noch mehr Frauen miterleben können. Und ich bin halt großer Podcast-Fan und dann kam irgendwann dieses Wohlfühlen und Wohnzimmeratmosphäre und dieses Gefühl, mit jemandem irgendwie am Tisch zu sitzen und irgendwie ein Bierchen zu trinken, das hat man doch im Podcast. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen einen Podcast. Ja, und dann sind wir genau gestartet, als Corona losging. Und dann hatten wir die Wohnzimmeratmosphäre, weil wir nämlich angefangen haben, zu Hause aufzunehmen. Genau. In Jogginghose. Ja, also so schön wie heute, dass wir im Café sitzen können. Also das ging dann leider nicht. Aber wie gesagt, die Wohnzimmeratmosphäre, die hatten wir. War halt auch ganz nett für den Anfang. Ja, genau. Und dann war noch so ein bisschen das Thema, dass wir gesagt haben, Podcast ist ja eigentlich ein Medium, in dem man nur raussendet. Aber uns ging es ja eben darum, wirklich immer in enger Verbindung dann mit unserer Community auch zu sein. Und deswegen haben wir noch einen Instagram-Kanal dazu. Also der ist auch auf Geldreise und da tauschen wir uns dann auch immer ganz eng aus und stellen Rückfragen zu unseren Folgen, wie das jetzt gefallen hat oder was neue Themen oder Fragen sind. Und so, welche Finanzthemen beschäftigen euch gerade am meisten oder auch eure Community im Moment? Also privat beschäftigt mich gerade tatsächlich, also das beschäftigt mich immer, wie ich meine Rentenlücke schließen kann, aber das ist so dieses langfristige Thema, das wird mich wirklich bis zur Rente beschäftigen. Ganz akut gerade Steuererklärung, da muss ich mich mal ein bisschen beeilen. Aber beruflich ist es tatsächlich so und da haben Jared und ich gestern schon auf dem Hoffest, also vielleicht nochmal zur Einordnung, die Mädels von She Speaks Finance waren gestern bei uns bei Finanztipp auf dem Hoffest mit Jared, das war sehr, sehr cool. Aber da haben Jared und ich gestern schon so ein bisschen drüber gesprochen, was mich beruflich beschäftigt, ist gerade die finanzielle Situation von Alleinerziehenden. Also ich finde, das ist ein politisches Thema letztendlich auch und das wird nochmal verschärft durch die Energiekrise, durch die Inflation und ich würde so, so gerne was im Podcast darüber machen, aber was ich jetzt schon festgestellt habe, ist tatsächlich, dass viel Recherche, viel Arbeit braucht, um auch ein lösungsorientiertes Stück rauszubringen und das heißt, es ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich glaube, das Thema ist auf jeden Fall gesetzt, ne? Und ja. Das ist so, genau, auf jeden Fall. Aber du hattest ja gerade auch schon die Inflation in deiner Antwort quasi angedeutet, dass alles teurer wird. Könnt ihr vielleicht nochmal leicht erklären, was es mit der Inflation auf sich hat und was das überhaupt bedeutet? Ganz einfach gesprochen begünstigt eine hohe Inflation letztendlich, dass ich für mein Geld ja weniger kaufen kann. Entweder weil die Preise für bestimmte Produkte einfach gestiegen sind oder weil mein Geld einfach weniger wert ist. Wir sitzen da jetzt gerade im Café, also ich habe mir vorhin Latte Macchiato bestellt gehabt und habe da jetzt fast 4 Euro für hingegeben und ich bin der Meinung, vor ein paar Jahren, da waren es dann also so um die 3 Euro, knapp 3 Euro. Mhm. Also da merkt man schon, wie sich die Preise entwickeln und aktuell sind wir ja bei einer Inflation von 10%, also für den September im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wobei man sagen muss, so ein bisschen Inflation, das ist überhaupt nicht verkehrt, ja. Also eine leichte Inflation, keine 10%, sondern eher so um die 2%.
Das ist ja das Ziel von der Europäischen Zentralbank. Da sollen wir sein, weil in der Theorie zumindest ist es so, dass die ExpertInnen davon ausgehen, dass VerbraucherInnen, aber auch Unternehmen dann am meisten kaufen, am meisten investieren und wir dieses kontinuierliche Wirtschaftswachstum letztendlich haben. Hm. Ja. Und wie ist es denn privat für dich? Also bei mir ist es gerade so, ich warte mit Schrecken auf meine Nebenkostenabrechnung oder auf die neuen Gaspreise. Wie geht ihr mit dem Thema um gerade? Ja, klar, genauso ehrlich gesagt. Also ich habe da auch noch keinen Bescheid bekommen, wie das bei mir dann aussieht. Und ich bin, also ich habe selber auch gerade eine Immobilie, die ich abzahle. Und da bin ich ehrlich gesagt total happy, dass ich da auch einen guten Puffer mit eingeplant habe. Weil das konnte ja jetzt irgendwie keiner so richtig vorhersehen, ne? Dass man auf einmal da so viel Geld tatsächlich dann auch für Energie zahlen muss. Und ich bin einfach so, dass ich momentan, wenn ich irgendeine Anschaffung tätigen möchte, mich nochmal genau frage, brauche ich das jetzt wirklich? Oder kann ich das nochmal zurückstellen? Und das Geld dann vielleicht einfach lieber zurücklegen und dann eben in die hohen Energiekosten investieren. Ja. Und was denkt ihr, wie es dann auch so wirtschaftlich weitergehen wird? Habt ihr da irgendwie Erwartungen, ja, auf was man sich als Verbraucher vielleicht dann noch einstellen muss? Ja, also ich glaube schon, dass wir damit rechnen können bzw. müssen, dass wir für Lebensmittel, für Energie und Co., dass wir da echt nochmal tief ins Portemonnaie greifen müssen die nächsten Jahre. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die Europäische Zentralbank, die macht ja was dagegen, gegen die Inflation. Also die Leitzinserhöhung, 2 Stück gab es aktuell. Wir können davon ausgehen, dass es noch weitere gibt. Aber diese geldpolitischen Maßnahmen, die da treffen, um gegen die Inflation anzukämpfen, das ist ja letztendlich auch so, das funktioniert leider nicht von heute auf morgen. Das wäre total wünschenswert, wenn wir schnipsen könnten und dann ist alles wieder im normalen Bereich. Aber zumindest die Prognose ist, dass, und ich hoffe, dass das stimmt, dass wir 2024 in der Nähe von den 2% sein werden. Und hoffentlich merken wir das dann letztendlich auch wieder an den Kassen der Supermärkte. Ja. Ändert ihr was an eurer Altersvorsorge im Moment? Nee. Nee, genau. Absolut nicht. Also ich habe ja meine Immobilie, die ich abzahle, das mache ich weiterhin und ich bin noch in ETFs auch investiert und da lasse ich auch einfach alles ganz genau so weiterlaufen, die Sparpläne, wie ich das auch sonst gemacht habe. Das ist ja auch eigentlich der Hinweis, was man machen sollte, ne? Wenn man weltweit tatsächlich in Aktien investiert ist, dass man eben genug Zeit mitbringt, mindestens 15 Jahre, um dann auch Schwankungen tatsächlich aussitzen zu können. Und das mache ich jetzt. Ja, das mache ich. Also ich mache es genauso wie Annika, wobei eigentlich könnte man ja jetzt auch sagen, jetzt kann man gerade günstig ETF-Anteile nachkaufen, aber ehrlicherweise kriege ich das psychologisch nicht hin. Also jetzt nochmal irgendwie da zusätzlich was reinzustecken, das muss ich schon sagen. Deswegen lasse ich es auch alles ganz normal laufen und ja. Ja, aber bei wem das Geld jetzt irgendwie wirklich vielleicht sehr knapp ist, da würde ich auch sagen, also nicht verkaufen, weil man ja jetzt dann mit Verlust verkaufen würde, sondern tatsächlich dann vielleicht schauen, dass man den Sparplan einfach aussetzt. Und wie ist das so mit dem Notgroschen? Also würdet ihr sagen, man soll den eher ausweiten und quasi seine Rücklagen, wenn das möglich ist, überhaupt im Moment noch ein bisschen vergrößern? Oder macht es eigentlich gar keinen Sinn, jetzt noch mehr Geld zu sparen, weil es ja tendenziell weniger wert wird? Habt ihr da irgendwie Tipps? Also ich sag mal so, wenn ich dann jetzt an die drohenden Nachzahlungen denke, also so blöd das auch klingt, aber die sind ja halt leider gesetzt, ne? Damit müssen wir einfach rechnen, dass die auf uns zukommen. Das heißt, das ist planbar, leider, so schmerzlich das auch ist. Da kann ich jetzt schon was zurücklegen. Ob ich das jetzt nun mache auf dem Girokonto oder ein bisschen besser auf dem Tagesgeldkonto, das sei mal dahingestellt. Und der Notgroschen, der ist ja an und für sich da für unvorhergesehene Ausgaben. Also diesbezüglich würde ich den nicht nutzen, sondern eher, wenn wirklich mal die Waschmaschine kaputt geht, wenn das Auto kaputt geht. Und ich bin aber beruflich darauf angewiesen. Also dann dafür den Notgroschen und dann bitte 3 Netto-Monatsgehälter dann auf dem Tagesgeldkonto. Bei Selbstständigen ist es sogar noch ein bisschen mehr. Da würde ich schon schauen. Aber klar, wir müssen trotzdem irgendwie was zurücklegen für die drohenden Nachzahlungen. Also das auf jeden Fall. Es braucht aber, glaube ich, nicht unbedingt die Ausweitung des Notgroschens letztendlich. Okay. Spannend, was du sagst, weil ich habe meinen Notgroschen so ein bisschen erhöht, weil ich irgendwie dann doch, also ich habe meine Sparpläne so beibehalten, meine ETF-Sparpläne, aber ich habe meinen Notgroschen so ein bisschen erhöht, weil ich dann doch ein bisschen Angst habe, weil das so diese Gasrechnungen gar nicht so absehbar sind, so, also diese Nachzahlungen und
Ich habe das also nicht den Notgroschen erhöht, also separat spare ich schon dafür und lege zurück, aber ich versuche das zumindest so ein bisschen zu trennen, damit ich auch ganz genau weiß, okay, dafür ist der Notgroschen da und dafür ist dann quasi die Rücklage da, mit der ich ja sowieso schon plane, wobei ich aber trotzdem ganz schön Angst davor habe. Also mal sehen, wie schlimm es dann tatsächlich wird im nächsten Jahr. Ja, bei mir ist es so, ich hätte eigentlich für nächstes Jahr eine größere Reise geplant, so eine Fernreise, weil ich dieses Jahr keine Fernreise gemacht habe und das Geld, also ich würde so gerne mal nach Hawaii. Das ist aber auch, ist ja auch so wahnsinnig teuer. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, bei den, also bei dieser Nebenkostenabrechnung, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Dass ich dann gedacht habe, okay, vielleicht verschiebst du es für nochmal ein Jahr nach hinten. Ja. Und dann hast du dann nochmal diese zusätzlichen Rücklagen. Dann musst du halt nicht an deinen Notgroschen gehen, wenn die Gasabrechnung dann doch explodiert. So. Also es ist sinnvoll auf jeden Fall. Schön ist es natürlich nicht. Ich würde dir natürlich eher den Urlaub gönnen. Ja, ich mir auch. Aber ich finde es tatsächlich irgendwie heftig, dass man da so gar nichts so richtig machen oder raten kann. Ne? Also man kann ja wirklich einfach nur sagen, okay Leute, versucht irgendwie zu sparen und versucht mal, ob ihr vielleicht noch in den Grundversorger wechseln könnt, ob es da günstiger ist. Und dann hofft drauf, dass jetzt eine politische Lösung kommt. Also da ist ja jetzt dann auch schon eine erste Sache angekündigt worden, ne? Erste Entlastung, aber das wird ja jetzt noch diskutiert, also schauen wir mal. Aber das ist ja so die eigentliche Hoffnung jetzt, die man noch haben kann. Ja. Dann ist es ja auch gerade so in Zeiten von Unsicherheiten, wenn man nicht weiß, was mit dem Geld so passiert, dann setzen ja immer viele Leute, die sich das gerade leisten können oder irgendwie investieren wollen, ja auch auf so feste Werte wie Immobilien zum Beispiel, die irgendwie immer da sind und Bestand haben. Aber jetzt werden ja auch diese ganzen Nebenkosten wie Gas oder auch Zinsen steigen. Was haltet ihr von den so Immobilieninvestments? Sollte man da auch vorsichtig sein? Ja, naja, bei den Immobilien ist ja gerade das Thema, dass da eben auch die Zinsen tatsächlich gestiegen sind. Ne? Also im Frühjahr 2022 von 1% auf 3%, das ist natürlich ein Hammerunterschied auch ist. Und es gab aber trotzdem einen Run auf Immobilien zu der Zeit immer noch und zu total überhöhten Preisen tatsächlich. Und das heißt, die Leute, die dann halt noch nicht gekauft haben, die warten halt auf niedrige Preise. Und was passiert? Also wir haben eine Nachfrage tatsächlich, die also sinkt. Das heißt, das Angebot wird vermutlich dann günstiger werden. Das heißt, der Tipp ist eigentlich an die Leute, die sagen, ich möchte eine Immobilie haben, jetzt vielleicht doch noch ein bisschen zu warten. Und dann tatsächlich haben wir ja parallel den Effekt gerade, dass Tagesgeld und Festgeld wieder Zinsen bringt. Ja. Das heißt, ich kann das gut nutzen und kann da Eigenkapital schon mal ansparen, was ich dann tatsächlich ja für die Finanzierung, um eine gute Finanzierung für meine Immobilie zu bekommen, auch nutzen kann. So, also wenn ich irgendwie warten kann, noch warten, aber wenn ich jetzt ein Angebot habe, wo ich sage, genau da wollte ich hin, das ist genau die perfekte Lage und so, ne? Also ich muss irgendwie oder ich komme da jetzt gerade nicht raus, dann würde ich versuchen auf jeden Fall nochmal zu verhandeln, weil ich glaube, dass man mittlerweile eine ganz andere Verhandlungsposition tatsächlich hat. So, genau. Ich glaube, das ist ja auch das Ding bei Immobilien, dass es nochmal mehr, also wenn man sich so eine Immobilie kauft, also man guckt sich die genauer an und wenn die einem so richtig gut gefällt, dann ist es, glaube ich, auch schwer zu sagen, nee, ich warte noch. Ja, das ist halt ein super krass emotionales Thema. Ja, ne? Das ist genau also, das Ding, ja. Hast du irgendwelche, also vor allem diejenigen, die sowieso immer den Traum vom Eigenheim oder so hatten im Grünen, ja. Da kann man, glaube ich, schwierig mit rationalen Argumenten da irgendwie rangehen. Ja, ich sage immer, also weil ich ja selber auch ein Haus gekauft habe, also beim Hauskauf muss man wahnsinnig viele Kompromisse machen. Ich zum Beispiel selbst, ich habe immer davon geträumt, ach, so ein freistehendes Haus und dann natürlich direkt an der S-Bahn, damit ich dann schnell wieder in Berlin auch im Zentrum bin. Das wäre doch viel zu laut an der S-Bahn. Naja, so zwei Straßen weiter. Ja, tatsächlich, man muss Kompromisse machen. Also ich wohne jetzt in der Doppelhaushälfte und bis ich bei der S-Bahn bin, muss ich erstmal in den Bus steigen, 10 Minuten. Okay. Also ne, da sind die Kompromisse. Aber ich sage immer, mach keine Kompromisse beim Preis. Also, weil am Ende übernimmst du dich dann vielleicht finanziell. Ich finde es total wichtig, bevor man dann wirklich da einsteigt und den Kaufvertrag auch unterschreibt und die Finanzierung macht, dass man wirklich nochmal in sich geht und das durchrechnet und nicht dann irgendwie da was macht, wo man am Ende denkt, oh Gott, eigentlich komme ich finanziell gar nicht mehr hin. Und wir haben dabei finanztipp.de auf unserer Seite auch einen Rechner, den Hypothekenrechner, wo man selber nochmal durchrechnen kann, wie viel Haus kann ich mir da eigentlich leisten. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich nicht so ein Thema, wo man sagen sollte, ja, das geht jetzt schon irgendwie und so ein bisschen mehr, weil das hat man dann im Zweifel 30 Jahre und das ist dann aber ein bisschen... Aber ich kann das gut verstehen, dass es so kommt. Also ich für mich war das so, als wir angefangen haben mit der Haussuche, dann ist man natürlich erstmal auf Immobilien-Scout unterwegs und auf den anderen Portalen und guckt irgendwie und dann
hantiert man plötzlich mit Summen, die man vorher nicht kannte. So ja. Irgendwie, weiß ich nicht, 400.000 Euro, 500.000 Euro und noch mehr. Und dann irgendwann war das bei mir auch so, dass ich dachte, das sind eh schon so absurde Summen. Also ob es jetzt 100.000 mehr oder weniger. Man gönnt sich ja sonst. Hätte ich natürlich, am Ende natürlich habe ich dann nochmal rational drauf geguckt. Ne? Aber ja. Es war dann irgendwann wirklich so, dass ich dachte, naja, das ist aber ein Kredit. Und, und musste mich dann selber so ein bisschen wieder einfangen irgendwie und sagen, nee, guck da jetzt mal realistisch drauf, was am Ende das dann für dich auch bedeutet, so, was du dann da abzahlst. Also, genau. Ja. Und ja, und dann ist es natürlich schwierig, auch was zu finden am Ende, was man irgendwie bezahlen kann. Und wir haben dann einfach Zettel verteilt. Also wir sind in die Region gegangen, die wir irgendwie gut fanden und haben gesagt, so, liebe Menschen, wir sind da, hier ist ein Zettel. Wenn ihr irgendwie was wisst, wo was frei wird, meldet euch. Und darüber haben wir ein günstiges Haus bekommen. Okay, cool. Wenn es funktioniert, ja. Dann super. Ja. Aber ist dir nicht schwindelig geworden bei diesen Beträgen? Bei den, ja, total, genau. Aber das ist ja, dir wird am Anfang schwindelig und irgendwann denkst du, ja, ist halt viel. Da hat sich das Gehirn schon dran gewöhnt, ne? Ja, irgendwann gewöhnt sich, glaube ich, das Hirn dran. Ja, ja. Ich finde, das ist manchmal auch im Urlaub, wenn man in Ländern ist, wo die Preise viel höher sind, wie in der Schweiz zum Beispiel. Da habe ich meine Freundin besucht und dann ist alles viel teurer. Und so nach am ersten Tag denkt man, oh Gott, ich kann mir hier keinen Kaffee kaufen, das ist ja absurd. Und am dritten Tag denkt man so, ach na ja, wenn hier halt alles so teuer ist, dann genau. Irgendwas muss man ja trinken. Genau. Ja, deswegen so dieser Appell, nicht zu emotional eben bei einem Immobilienkauf zu sein. Ja. Und immer einen schönen, neben dem Herz noch das Hirn einzuschalten. Gibt es denn in diesen wilden Zeiten, gibt es denn Investments, die gerade aus eurer Sicht Sinn machen? Weiterhin? Ja, na klar. Aktien. ETFs. Ja, und jetzt gibt es ja, glaube ich, viele, die zum Beispiel so, relativ klassische Lösung ist ja, man hat irgendeinen Welt-ETF und vielleicht irgendwas noch in den Schwellenländern, so ein Emerging Markets-ETF. Sollte man die Kombination dann am besten auch so lassen, wie man sie hat, oder macht es Sinn, da so ein bisschen anzupassen in irgendwelche Richtungen? Oder sollte man sagen, nee, man lässt doch die Gewichtung so und man bleibt da ganz ruhig quasi. Also ich würde die entspannte Linie tatsächlich fahren. Also wenn ich gut breit aufgestellt bin mit meinem Aktieninvestment weltweit und mir vorher hoffentlich auch den Plan zurechtgelegt habe, dass ich genug Zeit mitbringe, also 15 Jahre und mehr habe, um Schwankungen einfach auszusitzen, dann soll ich das in dem Moment jetzt auch machen. Jetzt ist genau der Zeitpunkt, um zu sagen, okay, nee, ich entspanne mich. Wenn ich es schaffe, gucke ich gar nicht erst in mein Depot rein. Ne? Also auch wenn ich das natürlich verstehen kann. Also wenn man jetzt mal guckt, so in den letzten 6 Monaten ist der DAX gefallen um 10% und der MSCI um 8%. Ich verstehe schon, dass man dann da kalte Füße kriegt und denkt, jetzt sieht das alles nicht mehr so gut aus wie noch vor einiger Zeit. Ne? Ich wollte gerade sagen, bei mir ist alles rot im Depot. Ja, genau. Siehst du, ich gucke einfach nicht rein. Ja. Das ist wirklich besser so, ja. Macht doch nicht mehr so viel Spaß. Ne? Nee, überhaupt nee, keinen genau. Spaß. Ja. Und da aber trotzdem Ruhe bewahren und daran glauben einfach, dass da auch wieder andere Zeiten kommen. Ja, das war auch ganz spannend. Wir hatten hier eine Folge, ich glaube die 3. Folge mit einer Frau von der Verbraucherzentrale und die sagte das auch, dass ganz oft Leute zu ihr kamen und die dann in so einer, in der Börsenphase, wo die Kurse runtergegangen sind, Verluste realisiert haben und dann sagten, das will ich nie wieder. Ich will nie wieder diese Verluste realisieren und denen sagte sie dann auch, ja, du realisierst sie erst, wenn du sie verkaufst. Und wenn du noch einfach nochmal 10 Jahre oder 5 Jahre gewartet hättest, dann hättest du diese Verluste nicht. Und ich glaube, das ist in der Theorie auch leicht gesagt, dann so sich zu entspannen. Aber ich glaube, das ist auch das Beste, so wenn man so einen langfristigen Horizont hat. Ja, für mich macht es auch gerade gar keinen Spaß, weil ich auch Kryptos habe. Und das Depot einfach, die Kurse sind ja noch viel mehr eingebrochen als der DAX und der MSCI World. Aber ja, es hilft ja nichts. Also ich habe das langfristig angelegt und dann muss ich da jetzt irgendwie leider durch. Aber nicht zu oft reingucken, das ist auch ein guter Tipp. Ich habe das auch schon reduziert. Ich gucke da so einmal im Monat ganz kurz rein und dann schnell wieder zu. Ja, das reicht ja auch, oder? Ja, und ja. Bestenfalls nimmt man genau den Tag mit, wo es gerade wieder so ein bisschen gestiegen ist und dann sieht es auch ein bisschen grüner aus. Bisschen beruhigend. Ja, genau. Ja, da gibt es auch bei mir so eine Ansicht, so 24 Stunden und 30 Tage. Ah, gut. Ich gucke dann immer so ein bisschen strategisch, welchen Tag im Monat ich dann aussuche, dass es nicht ganz so schlimm ist. Ja. Aber da gibt es doch auch diese Börsenweisheit, ne, von André Gostolani, der eben sagt irgendwie, wie war das, kauf Aktien und dann nimm Schlaftabletten oder so? Ja, genau. Und so in 30 Jahren dann. Genau, dann wieder wach werden und dann mal reingucken. Das weiß ich jetzt nicht, ob das auch auf Kryptos zutrifft. Ja, ich glaube nicht. Nee, das bei den Kursschwankungen wirst du auf jeden Fall wach. Also das funktioniert, glaube ich, nicht. Ja.
Aber was mich so zum Abschluss nochmal total interessieren würde, ihr macht das ja schon viel länger als wir und habt ja auch so eine Community und kriegt da Rückmeldungen. Was sind denn jetzt so über die Zeit, wo ihr den Podcast schon macht, vielleicht noch so, ja, falls ihr das jetzt auf die Schnelle habt, so vielleicht 3 Tipps, was ihr total gelernt habt und weiter gerne weitergeben möchtet, wenn ja Frauen sich um ihre Finanzen kümmern möchten, was man da beachten kann? Oh, es gibt, glaube ich, so ein paar Klassiker auf jeden Fall. In nichts investieren, was man nicht versteht. Ne? Das ist auf jeden Fall wirklich ein Tipp. Deswegen wird es bei mir mit Kryptos nichts werden. Also wie gesagt, kommt gerne zu uns in den Podcast und erklärt uns mal die Blockchain und Kryptos. Ihr seid herzlich eingeladen. Das ist aber wirklich ein wichtiger Tipp, weil also ich finde, wir alle sollten wirklich verstehen, wie die Produkte funktionieren. Und es ist auch nicht alles ein Hexenwerk, das hatte Annika schon angesprochen gehabt. Und wenn man sich dann mal letztendlich mit ETFs auseinandergesetzt hat und weiß, wie die funktionieren, das ist nicht so schwer, das können wir alles gut nachvollziehen. Und so viel Finanzwissen brauchen wir da letztendlich auch nicht. Das ist ein Tipp. Ich unterschreibe das alles und würde noch ergänzen wollen, also ich erlebe bei meinen Freundinnen ganz oft, dass die immer die sichere Geldanlage suchen. Mm. So dieses, aber das muss doch sicher sein. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn ich daran denke, bevor ich mich mit den ganzen Themen beschäftigt habe. Das wäre bei mir genau das Erste gewesen. So, mein Geld soll irgendwie sicher verfügbar sein. Am besten komme ich da auch am besten immer ran. So, also das. Und da eben nochmal zu sagen, Sicherheit und Rendite geht nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Also ich habe die vermeintliche Sicherheit, wenn ich mein Geld auf dem Girokonto lasse, aber selbst da nicht, weil durch die Inflation verliert da mein Geld ja auch am Ende an Wert. Und da dann eben zu sagen, okay, wenn ich eine Rendite haben möchte, wo ich dann auch gegen eine Chance habe, gegen die Inflation anzukommen, dann komme ich eigentlich an Aktien gar nicht vorbei. Wobei hier auch nochmal der Hinweis ist, dass wir ja eigentlich sowieso auf einen Geldanlagemix setzen sollten, also bestehend aus Tagesgeld, Festgeld und ETFs. Das heißt, Tagesgeld, Festgeld, da haben wir ja quasi die sicheren Bausteine, aber da gibt es eben ein bisschen weniger Rendite, also deutlich weniger mit ja so um die 0,5 beziehungsweise 1% pro Jahr. Also gegen die Inflation ist das nichts, okay, aber als ja, Renditetreiber haben wir dann letztendlich die ETFs. Und so ein weiterer Punkt ist auch, nur das in ETFs schieben, also die Summe in ETFs schieben, mit dem ich mich auch wohlfühle. Und ich muss gegebenenfalls eben, wie gesagt, damit rechnen, dass die Kurse dann erstmal einbrechen, dass es richtig scheiße aussieht mit meinem Portfolio. Und dass es sich über die Zeit einfach erholt und ich das halt aussetzen muss. Also ich muss schon ja, Nerven zeigen letztendlich. Und so eine dritte Sache, ganz sehr wichtig, also die perfekte Geldanlage gibt's nicht. Man sollte natürlich im weitesten Sinne schon wissen, was man da macht, aber es ist auch viel Learning by Doing, ganz einfach. Also man muss schauen, wie hält man das aus, also diese Schwankungen am Aktienmarkt, wie hält man das aus, wie gewichte ich denn die Bausteine in meinem Portfolio und so weiter und so fort. Aber es gibt nicht die perfekte Geldanlage und anfangen, das ist so. Nicht zu lange warten. Annika hat mich auch geschubst. Ich muss gestehen, das erste halbe Jahr unseres Podcasts bestand immer daraus, dass ich Anja gefragt habe. Dreiviertel sogar. Oh, ja. Anja, hast du jetzt einen ETF? Ja, das stimmt. Nee, noch nicht. Warum denn nicht? Ich muss noch ein bisschen was lesen dazu. Ja, das stimmt. Ich habe mich dumm und dämlich gelesen eigentlich. Und ich wusste schon alles und habe alles doppelt und dreifach gelesen und brauchte dann trotzdem was. Aber eigentlich war das richtig schön, weil in dem Moment war nämlich unsere Community so am Mitfiebern immer mit Anja. Oh, okay. Also wir haben dann manchmal auch so Nachrichten bekommen, wann geht's denn bei Anja jetzt los? Ich würde mitmachen. So, das war echt cool. Oh, ja. Das ist ja schön. Und dann haben wir voll Druck gemacht. Und hinterher haben wir dann auch Nachrichten gekriegt mit, oh, voll cool, dass Anja das jetzt gemacht hat. Ich habe mich jetzt auch getraut. Oh, also, ja, voll schön. Ja, das war echt cool. Ja, das ist auch echt schön. Also da sind wir, glaube ich, relativ eng schon glücklicherweise mit unserer Community vernetzt. Und das macht dann auch einfach Spaß, dass sie wissen, sie können sich an uns wenden, wir können uns an sie wenden und dass das so gut funktioniert. Also das ist schon so. Ja, das ist einfach so ein Erfahrungsaustausch geworden irgendwie. Mhm. Also dass sie uns, also wir haben auch so manche Frauen, die uns wirklich dann irgendwie bei der Stange halten und immer wieder berichten, was jetzt gerade so passiert oder so. Also wir haben zum Beispiel auch mal den Tipp gegeben, geht mal zur Rentenversicherung, ne? Und lasst euch mal wirklich schwarz auf weiß zeigen, wie sieht's denn aus später mit eurer Rente? Wie viel müsst ihr denn irgendwie noch privat vorsorgen? Und da hat uns letztens auch hier Isabel, ne, hat wieder geschrieben. Grüße gehen raus, Isabel, genau. Und hat geschrieben eben, ja, war jetzt da und hat geschrieben, wie es gelaufen ist. Also das ist natürlich echt cool. Schön. Ja. Ja, das ist schön, weil da macht es auch mehr Spaß. Und ich finde, egal mit wem man spricht über Geld, man lernt irgendwie meistens noch was dazu oder irgendwas, woran man gar nicht so gedacht hat.
So, und irgendeine Expertin sagte auch mal in irgendeinem Gespräch zu uns, ja, irgendwie investieren ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Du setzt dich ja als Kind nicht aufs Fahrrad und fährst direkt los. Also das wäre schön, wenn, ne? Ja, aber, ja. Also vielleicht gibt es auch ein, zwei Kinder, die das direkt können, aber die meisten haben ja erstmal Stützräder und fahren mit dem Papa so oder üben das. Und es ist ja mit der Geldanlage ähnlich. Also man übt mit so kleinen Beträgen und irgendwann kapiert man das System oder weiß, mit was man sich wohlfühlt, mit welchem Betrag. Und dann kann man halt auch noch mal ein bisschen mehr investieren. Und das fand ich so ganz schön, dass das so, weil darüber habe ich nie nachgedacht. Das ist so wirklich ein richtig schönes Bild, finde ich. Ja. Das passt auch. Und es ist auch, stimmt, es ist eigentlich auch noch was wir gerne sagen, so fang einfach mit kleinen Beträgen an. Mhm. Also weil du so einen ETF-Sparplan ja schon ab 25 Euro im Monat starten kannst. Und genau das dann langsam reinzuwachsen und so ein Gefühl zu kriegen, so wie ist das überhaupt, wenn ich da mitmische an der Börse? Mhm. Und ich finde auch echt das drüber reden, ich finde das macht so Spaß, jetzt hier mit euch zu sitzen und sich mal persönlich auszutauschen. Und das ist ja irgendwie auch immer so ein Tipp, ne? Wenn man erstmal drüber redet, dann hat man auch weniger Angst, wie vielleicht auch eure Community, die dann mit dir mitgefiebert hat. Weil es macht ja auch irgendwie Spaß, wenn man das dann zusammen macht und dann nicht allein in seinem Wohnzimmer sitzt und denkt, scheiße, die Steuererklärung, jetzt sitzt man hier den ganzen Abend alleine mit seinen Belegen und irgendwann niemand kommt. Aber ich mache jetzt nicht zusammen mit dir die Steuererklärung hier. Aber wäre schön, ich würde mich nicht beschweren, aber ja, kann ich verstehen. Aber so an sich ist es ja, macht es ja auch Spaß, über Finanzen zu reden und deswegen, ja. Ja, total. Der Spaß kommt, ne? Finde ich, je mehr man versteht irgendwie, desto mehr Spaß machen muss. Ja. Na, vor allem finde ich es total schön, dass man die kleinen und großen Erfolge miteinander teilt, aber auch, ich sag jetzt mal, geteiltes Leid ist halbes Leid, ja. Also wenn man irgendwie Mist gebaut hat, was nicht aufgegangen ist, wie auch immer, und dann wenigstens das Learning miteinander teilt und dann daran wächst, das ist halt auch cool. Ja, und das ist auch so wichtig, finde ich, über Misserfolge auch mal zu sprechen, weil dann jemand anders diesen Fehler halt nicht mehr macht. Ja, beziehungsweise also ist das auch so ein bisschen, ne, mehr Normalität. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht irgendwie mal einen Fehler macht. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, auch aufzuzeigen, ja, das ist mir auch passiert oder ähnlich oder da habe ich auch ein Beispiel, was auch immer. Oder ich brauche auch länger, bis ich meinen ETF tatsächlich. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch beruhigend. Ich habe auch sehr lange gebraucht. Wie lange hast du gebraucht? Oh ja, ich glaube, ich habe auch schon mindestens ein halbes Jahr in dem Job gearbeitet, bis ich mich durchgerungen habe. Ja, aber jetzt bin ich auch ganz happy, dass ich es gemacht habe. Und jetzt finde ich es auch alles gar nicht mehr so schwer und schlimm. Ich glaube, wenn man erstmal angefangen hat. Ja. Und jetzt so im Gespräch. Ja, ich glaube, man nimmt auch einfach viel mit, wenn man darüber redet, anfängt, mal guckt. Ja. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch ewig weiter quatschen, aber ja, vielleicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir auch mal über Kryptos bei euch reden können, über ein anderes spannendes Thema. Und dann erstmal ganz vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. Das hat super Spaß gemacht. Ja, können wir nur zurückgeben. Danke euch. Ja, das fanden wir auch. Vielen Dank und bis bald bei uns. Ja, genau, sehr gerne. Bis bald. Ja, also ich fand das total schön. Ich glaube, man hört uns das im Gespräch auch an, wie viel Spaß wir einfach haben, miteinander über Geld und über Finanzen zu reden. Und ich würde auch sagen, das ist das, was ich so hauptsächlich aus dem Gespräch mitnehme, dass es einfach tatsächlich Spaß machen kann. Und wenn man erstmal anfängt und sich traut, über Geld zu reden, dass es dann alles gar nicht mehr so schlimm ist. Ich meine, wir haben da auch unsere Themen, ich zum Beispiel die Steuererklärung, genau wie Anja. Aber selbst wenn man darüber spricht, dann ist der Angang einfach gar nicht mehr so groß. Und ja, deswegen würde ich einfach jedem raten, das mitzunehmen und genau wie wir ab und zu mal über Geld zu reden. Und dann kriegt man noch mehr Übung darin. Ja, das geht auch in einem sehr schönen Café. Und ich muss auch generell sagen, wir haben jetzt so viele Remote-Aufnahmen gemacht, weil wir einfach mit Frauen aus ganz Deutschland gesprochen haben und die Terminkalender von diesen Ansprechpartnerinnen und auch von uns einfach so voll sind. Aber es war einfach mal so eine schöne Abwechslung, vor Ort zu sitzen, an einem Tisch zusammen und irgendwie was zu trinken und zu essen und so ein bisschen zu frühstücken auch zusammen. Und ja, es ist einfach viel schöner, viel persönlicher. Und ja, das war auf jeden Fall eine richtig schöne Gelegenheit, ja, auch mal über Geld zu sprechen. Und warum nicht, ne? Ja, und wir haben ja quasi gleich nächste Woche noch eine Live-Folge, weil das ist ja quasi, Barbara, von deinem Ausflug zum Private Banking Kongress, das letzte Spezial mit Maida Lazard. Und die hat ja auch einiges erzählt, welche Geldtipps sie quasi auch ihren Freundinnen gibt, weil sie auch, wie viele Frauen, ja, die sich mit Finanzen beschäftigen, dann doch sehr häufig im Privaten gefragt wird, wie sie das denn eigentlich alles macht. Also es scheint ja schon viele zu interessieren und da bin ich auch sehr gespannt, was sie dir da erzählt hat. Ja, das ist auch eine richtig schöne Folge geworden und sie erklärt auch, was Quantitative Investing ist. Und bis es soweit ist, könnt ihr gerne auch unsere älteren Folgen nochmal anhören, downloaden oder uns auch auf Social Media folgen. Und vielleicht habt ihr auch noch einen ganz spannenden Themenvorschlag, der euch so unter den Nägeln brennt, den wir nochmal berücksichtigen sollten. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber.
dann bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerrit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.